Meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Kooperationsvideo für euch, ein Wulpedia-Tuch. Ich habe von der lieben Julia dafür ein Garn zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich eine Tuchwicklung. Und das Ganze findet ihr in meinem Unboxing. Ich hoffe, wir denken dran, es zu verlinken. Ansonsten guckt gerne mal auf meinem Kanal. Da findet ihr das Unboxing zu dem Tuch. Zu der Wolle natürlich, ne? Genau. Unten in der Videobeschreibung findet ihr aber auch einen Rabattcode. Da könnt ihr bei der Julia gerne shoppen gehen. Die Garne sind immer zur Verfügung und sie wickelt sie euch bestimmt gerne nach. Auf jeden Fall. Wulpedia hat einen Online-Shop und auch hier einen. Meine Stimme lässt gerade nach. Oh Gott. Und auch hier einen YouTube-Kanal. Auch dies ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da ruhig mal vorbei. Vielleicht findet ihr da was Schönes. Stöbert mal ein bisschen und lasst mal liebe Grüße da. Ja, ich habe mir eine kleine Tuchanleitung für euch ausgedacht. Auch hier zählt wieder, ihr könnt in der Regel alles benutzen, was ihr gerne wollt. Es hat ein Endlosmuster. Das heißt, ihr könnt es so lange wiederholen, wie ihr möchtet. Ihr müsst da euch gar nicht wieder nach mir richten. Diesmal ist es nicht wie gewohnt ein Viva-Wendetuch von mir, sondern diesmal ist es ein einfaches Tuch. Man kann es aber trotzdem von beiden Seiten tragen. Und es ist wirklich ein einfaches Muster, was sich die ganze Zeit wiederholt. Es sind zwei Mustersätze, die hintereinander sich wiederholen. Genau. Ich habe euch auch aufgeschrieben, wie die Muster sich zusammensetzen und nachher wiederholen. Also ihr braucht keine Angst haben. Aber wir fangen wie immer an. Ich zeige euch erstmal, wie es gehäkelt wird. Und dann erkläre ich euch die Reihenfolge. So, zum Zeigen von meinem Tuch benutze ich wieder ganz einfaches dickes Garn. Das ist zum Zeigen immer am besten. Wenn es ein bisschen dicker ist, dann sieht man am besten, was ich mache. Also man sieht die Maschen besser. Ja, Häkelnadel würde ich euch empfehlen. Steht meistens auf den Garnen immer drauf. Gerade bei industrieller Wolle und Sockenwolle oder wie auch immer, steht meistens drauf, welche Nadelstärke empfohlen wird, wenn ihr jetzt Anfänger seid. Genau, ansonsten hat man eigentlich in der Regel schon seine Lieblingsnadelstärke für die passenden Garne und weiß eigentlich Bescheid, wie er sich sein Traumtuch gestaltet, entweder lockerer oder fester. Ich denke, die meisten wissen da Bescheid. Wenn du trotzdem Anfängerin bist, empfehle ich dir bei einer Dreifachbobbel gerne eine 2 bis 3 mm Nadel, eventuell auch eine 3,5, je nachdem, wie locker du häkelst. Genau. Bei einem Vierfachgarn würde ich dir empfehlen, bei einer 3 mm Stärke anzufangen und eventuell bis zur 4,5 kannst du es steigern, je nachdem wie locker und wie gut das Maschenbild aussieht. Genau. So, dann fangen wir wie immer bei mir mit einer kleinen Luftmaschenkette an. Ihr könnt aber auch den Magic Loop benutzen oder wie auch immer, was euch am besten gefällt. Ich mache das meistens mit den Luftmaschenkette, weil es für Anfänger auch einfacher ist. So, ich fange mit meiner Brezel an. Ihr könnt aber ganz normal eine Luftmasche machen, wie ihr das gewöhnt seid, wie ihr das gelernt habt. Ich mache das immer mit der Brezel.
weil es einfach auch hübsch irgendwie aussieht, wenn ich das zeige. So, das ist meine erste Luftmasche. Wir fangen wieder an, die Luftmaschen locker anschlagen. Ich sage immer so, da darf noch eine Nadel mit reinpassen. Wenn das so ist, ist es zu eng in der Regel, dann machen wir das ein bisschen locker wieder. Ihr seht, man hat das Spiel, man kann da ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, ich mag es gerne, wenn da noch eine Nadel mit reinpasst, dann ist das super. So, jetzt schlagen wir noch drei weitere Maschen an. Drei weitere Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und nun gehe ich in die erste Masche, die ich gehäkelt habe, rein, hole den Faden und ziehe ihn durch beide Schlingen durch. Das nennt man eine Kettmasche. Und dann entsteht hier so ein kleines Ringchen. Und darin arbeite ich jetzt meine erste Reihe. Die erste Reihe ist eine Vorbereitungsreihe, die wir erstmal häkeln. So, wir fangen an mit vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Machen fünf Stäbchen in diesen Zwischenraum. Ich gehe jetzt nicht hier rein. Das verlockt immer, dass man da reingeht, aber sucht euch lieber noch einen Mittelpunkt und stecht da irgendwo ein. Das geht in der Regel ganz prima. Und das ist dann der Punkt, woraus ihr die fünf Stäbchen erstmal häkelt. Eins, zwei, drei, vier, das fünfte. Das war eine Seite von unserem Tuch. Jetzt kommt die Spitze mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, Entschuldigung, zwei Luftmaschen. Und wir gehen die andere Seite vom Tuch genauso hoch, wie wir das eben gemacht haben, nämlich fünf Stäbchen. Immer an dieselbe Stelle einstechen. Das klappt in der Regel richtig gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zum Schluss machen wir immer ein Stäbchen, eine Luftmasche, Entschuldigung, Konzentration bitte, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Und dann haben wir die erste Reihe beendet und haben unsere Tuchform schon mal. Ne, das wird die lange Seite, das hier ist eine Seite und das ist die Spitze. Wir haben also so unsere Tuchform schon mal. So, dann kommt die erste Musterreihe, die wir jetzt häkeln. Vier Luftmaschen, die wir später wiederholen. Und vier Luftmaschen, Arbeit einmal wenden. In diesen Zwischenraum, der hier entstanden ist, häkeln wir zwei Stäbchen. Das sind unsere Zunahmen. Die häkeln wir bitte immer. Nicht vergessen. Zwei Stäbchen. Und jetzt kommt das erste Muster. Dafür häkeln wir vordere Reliefstäbchen. Immer vorne lang gehen, unter dem Stäbchen entlang. Nicht durch die Maschenglieder arbeiten, sondern unter dem Stäbchen entlang häkeln. Alle fünf Stäbchen werden so gehäkelt. An der Spitze angekommen, bei den zwei Luftmaschen, häkeln wir immer zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und jetzt wieder die fünf Stäbchen, vordere Reliefstäbchen arbeiten.
Hier hinten angekommen bei den letzten Zwischenraum häkeln wir immer zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Jetzt kommt die zweite Reihe, die wir wiederholen. Und da häkeln wir wieder vier Luftmaschen. Wenden unsere Arbeit. Häkeln wieder den Zwischenraum zwei Stäbchen. Und dieses Mal häkeln wir hintere Reliefstäbchen. Das heißt, wir gehen hier hinten lang und deshalb hintere. Bis zu den zwei Luftmaschen machen wir das einmal. Und bei den zwei Luftmaschen häkeln wir wie immer zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und dann geht es wieder los. Hintere Reliefstäbchen bis nach oben. Zu dem Zwischenraum. Da oben den Zwischenraum, hier gehen wir zwei Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, wenn wir das Ganze haben, haben wir das erste Muster beendet. Jetzt machen wir vier Luftmaschen, nicht drei. Vier Luftmaschen und wenden unsere Arbeit, machen zwei Stäbchen in den ersten Zwischenraum und was immer unsere Muster trennt, ist eine Reihe Stäbchen. Die Muster werden immer von dieser Reihe Stäbchen getrennt, das heißt in jede Masche steche ich ein und mache ein Stäbchen. So, bei den zwei Luftmaschen angekommen, häkle ich wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und wieder hoch das Ganze, in jede Masche, die wir sehen, kommt ein Stäbchen.
bis zur letzten Masche. Da kommt unser Zwischenraum. Da häkeln wir wieder zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. Hops. So sieht das jetzt aus. Und jetzt geht es weiter mit vier Luftmaschen. Und wir wenden die Arbeit einmal. Und hier gehen jetzt ein Muster, was aus vier Reihen besteht. Ja. Ich werde euch aber nicht alle vier Reihen, ich werde euch zwei Reihen zeigen, denke ich mal. So, wir fangen wieder an. Erstmal den Zwischenraum mit zwei Stäbchen befüllen und dann fängt das Muster sofort an. Eins, zwei Maschen überspringen wir. In die dritte häkeln wir fünf Stäbchen. Und 1, 2 überspringen wir wieder. Also, wir haben ein Muster, was aus 5 Stäbchen besteht. Wir nehmen keine Masche zu. Das heißt, ihr könnt euch immer abzählen. 1, 2, 3, 4, 5 sind diese 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und da wir das Ganze wiederholen, bis es nicht mehr geht, fangen wir jetzt die nächsten 5 an. Also, 1, 2 gehört zu diesem Maschending. Und die nächsten 1, 2 und in die dritte kommen die 5 Stäbchen. Das heißt, zwischen diesen 5 Stäbchen habt ihr 1, 2, 3, 4 Maschen frei. Ja, so 5 Stäbchen zu diesen 5 Stäbchen gehören wieder 2 Maschen, 1, 2 und dann könnt ihr gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das passt noch. Das heißt, 1, 2, 3 mache ich nochmal in die dritte Masche, die ich eben abgezählt habe, 5 Stäbchen. Ihr braucht also bis zur Spitze, hoch, Haare, immer 5 Stäbchen, 5 Maschen frei, damit ihr dieses Muster weiterführen könnt. Ne, also, es ist eigentlich ganz einfach. Ganz, ganz einfach. So, zu diesem Maschenbund gehören noch 2 Stäbchen, 1, 2 und dann zähle ich durch, 1, 2 sind bis zur Spitze nur noch übrig, das heißt, ich kann dieses Muster nicht weiter wiederholen. Ich springe also die Zweier, die noch zu den Muster gehören und mache die restlichen voll mit Stäbchen. In meinem Fall sind es 2, beziehungsweise bei euch auch. So, in die Spitze arbeiten wir wie immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und so wie wir hier gekommen sind, häkeln wir hier auch wieder zurück. Das heißt, wir haben hier mit 2 Stäbchen begonnen, also beginnen wir hier auch mit 2 Stäbchen. Die Tuchseiten werden gegengleich gehäkelt. Ja? Ihr habt hier dreimal den Mustersatz, also kommt auch hier dreimal der Mustersatz. Diese 5 Stäbchen, ne? Ja? Also, Mustersatz 1, 1, 2 und bei der 3, 5 Stäbchen. Also es ist eigentlich ist nur diese Reihe ein bisschen komplizierter, weil ihr da eben bis zur Spitze durchziehen müsst, ob das wie weit das aufgeht, ne? Also die Hinreihe, die Rückreihe, also die Hinreihe häkelt ihr mit Zählen, die Rückreihe könnt ihr ja immer gucken, wie ihr das auf dieser Seite gehäkelt habt. Ja, also das ist ja dann ein bisschen, ich sag immer Hinreihe, dass das hier die Hinreihe ist und das hier quasi wieder hoch die Rückreihe ist, damit ihr da so ein bisschen Verständnis für habt. Ich versuche das immer so einfach wie möglich zu halten, damit ihr da verständlich hinterherkommt. Genau, 1, 2, 3, 4 und in die fünfte kommt meine 5 Stäbchen. Ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Der Mustersatz besteht aus 5 Maschen.
Und wenn alles richtig ist, bleibt hier vor diesem Zwischenraum zwei Maschen übrig. Eins, zwei. Und in den Zwischenraum zwei Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht das aus. Und es ist wirklich, der Rest ist gar nicht kompliziert. Es ist wirklich, das Komplizierte sind, ist diese Reihe abzuzählen. Ne? Aber ich denke, das kriegt ihr hin. Wie gesagt, immer bis hier vorne. Wenn hier vorne fünf Maschen sind, könnt ihr euer Muster noch arbeiten. Wenn hier vorne keine fünf mehr sind, könnt ihr euer Muster nicht arbeiten. Das Muster besteht immer aus fünf Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? So. Und die zweite Reihe schließt sich, die zweite, dritte und vierte schließt sich, den nehme ich an. Das waren meine vier Luftmaschen. Zwischenraum auffüllen. Und jetzt hier fangen wir an mit den zwei Stäbchen, weil das ist ja ganz normal. Das heißt, in der nächsten Reihe sind es vier Stäbchen und in der nächsten Reihe sind es sechs Stäbchen. So, und dann häkeln wir immer in die mittlere Masche, also bleiben zwei übrig, in die mittlere Masche unsere fünf Stäbchen. Und auch hier dasselbe Prinzip, 1, 2, 3, 4, 5 ist diese Maschen, ist dieses Muster und dann wieder 1, 2, da ist das mittlere, da kommen die 5 Stäbchen rein. Und wieder 1, 2, 3, 4 und in die fünfte. So könnt ihr es auch zählen, ne? So, und jetzt hört das Muster schon auf, weil wir haben ja hier in der Reihe drei vorgegeben und hier überspringen wir bloß unsere zwei, die noch zu den Fünfern gehören, 1, 2 und häkeln hoch, immer in jede Masche ein Stäbchen bis zu den zwei Luftmaschen. Auch das wird jedes Mal zwei mehr. In der nächsten Reihe sind es sechs Stäbchen und danach die Reihe sind es acht Stäbchen. Ja, weil ihr nehmt ja immer zwei hier in der Mitte zu mit euren zwei Stäbchen in der Mitte, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen in die Mitte. Und die Reihe wieder hoch, beginnen wir wieder genauso wie hier. Wir haben vier Stäbchen gemacht, also machen wir auch hier vier Stäbchen, bevor das Muster beginnt. So, ja, und dann beginnt wieder das Muster. 1, 2, in die dritte 5 Stäbchen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder 1, 2, 3, 4. Und in die fünfte auch wieder. Fünf Stäbchen. So, jetzt Muster beenden. 1, 2 überspringen und zwei Stäbchen müssen wir noch machen, bis wir zu den Zwischenraum kommen. In den Zwischenraum wieder zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann vier Luftmaschen. Arbeit wenden, zwei Stäbchen in den Zwischenraum, Stäbchen
Stäbchen bis zum Muster. In diesem Fall sind es 4 Stück, wie ich ja eben schon euch erklärt habe. Und dann wird diese Reihe wiederholt, immer in die mittlere Masche 5 Stäbchen häkeln, das Ganze wieder auffüllen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stäbchen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann wieder weiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stäbchen, immer in die Mittelmasche von dieser Fünfergruppe 5 Stäbchen und dann das Ganze mit 1, 2, 3, 4 Stäbchen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in der Endreihe beenden. Und dann nochmal das Ganze, so dass ihr von dieser Reihe 4 Reihen gehäkelt habt. Das sind denn die 2 Musterreihen. Achtung, es wird schriftlich. Ne? Damit ihr das nochmal seht, bis hierhin, bis Reihe 6 haben wir jetzt zusammen gehäkelt. Reihe 7 häkelt ihr, habe ich euch ja eben erklärt, häkelt ihr denn. Und dann kommt noch Reihe 8. Und dann beginnen wir ja schon wieder mit unserer Stäbchenreihe dazwischen, wie Reihe Nummer 4 wiederholt. Und dann kommen die vorderen Reliefstäbchen und die hinteren Reliefstäbchen. Reihe 4 nur Stäbchen und dann wieder unser Muster 4-mal wiederholen. Ich habe es euch aber hier auch nochmal aufgeschrieben, damit ihr das nochmal seht, wie ihr das wiederholt. Wenn ihr hier oben bei der 15 angekommen seid, dann geht es hier weiter mit der 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9 und so weiter. Und das wird immer wiederholt. Ihr habt diese Fünfergruppe und sie wird immer mehr. Nochmal zum Tuch, damit ihr das so nochmal seht an der Spitze. Ich habe mein Tuch mit diesem Wellenmuster mit den 5 Stäbchen beendet und ihr seht, so sieht das denn aus. Beim letzten Muster, wie viel Muster habe ich gemacht? Also von diesem Muschelmuster, den hier, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehäkelt insgesamt. 6 Musterabsätze. Und so sieht das denn aus. Erst ein Stäbchen, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Stäbchen, genau. So sieht das bei dem Mustersatz aus. Und so bei dem Mustersatz. Also immer so wie die 5 Maschen sind, so weit häkle ich an die Spitze heran. Wenn keine 5 Maschen mehr da sind, werden Stäbchen gesetzt. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz einfach und eigentlich sehr, sehr gut zu merken. Okay, ihr Lieben. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, ihr häkelt euch ein schönes Wulpedia-Tuch. Ich würde mich drüber freuen, wenn ihr schöne Bilder oder schöne Garne verwendet habt und die gerne zeigen wollt und mit uns teilen wollt, empfehle ich euch meine Facebook-Gruppe. Da könnt ihr immer alles posten. Ihr könnt mich aber auch gerne auf eure Bilder auf Instagram verlinken. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Wulpedia-Garne nehmt, auch gerne die liebe Julia da verlinken. Und wenn eure Profile öffentlich sind, dann können wir die sogar teilen. Und ja, wir freuen uns immer tierisch drüber, eure schönen Werke anzuschauen und mit euch zu teilen und uns zu freuen. Und wir haben ja alle so ein schönes Hobby. Ja, ich freue mich immer. Auf jeden Fall, ihr Lieben, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst mir gerne ein Däumchen-Abo und einen Kommentar da. Da freue ich mich drüber und schaut das nächste Mal zu einem neuen Video vorbei. Dankeschön. Bis dahin. Tschüssi.